So, und da sind wir auch schon wieder. Was? Wieso sehe ich jetzt das Video? Ach, ich bin bescheuert hier. Nein, weg. So. Mann, das hier bitte. Danke. So. Was? Richtig? Ja. Übrigens ist mir letztens auch, wo ich mich gerade hier sehe, wie anmelden, letztens eine Whitelist wurde über mich gelaufen. Wurde im Forum von JJK1 empfohlen. Finde ich geil, dass es sowas gibt. Ne? Eigentlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, technisch halt super einfach zu realisieren, weil du musst einfach nur eine Mod schreiben, weil immer wenn sich ein Spieler anmeldet am Server, wird er diese On-Join-Funktion aufgerufen. Und da brauchst du einfach nur sagen, okay, ist Spielername gleich in Liste. Dann alles gut, wenn nicht kicken. Also technisch voll einfach, aber ne? Trotzdem cool. So, okay, jetzt machen wir hier mal ein paar Tests. Ich mach mal dich rein. Zum Beispiel diese Treppe. Ich glaube nicht, dass man da hochlaufen kann. Aber das können wir einfach mal probieren. Ach, guck mal, man bekommt jetzt sogar gleich zwei von. Das ist geil. Ach doch, man kann doch hochlaufen. Okay, also hier passt die Kollisionsbox ein bisschen an. Das ist natürlich geil. Okay. Dann ist das also doch nur bei manchen, dass da ist einfach keine spezielle Konditionsbox gibt. Man kann sie aber nicht rekombinieren. Das ist natürlich ein bisschen schade. Egal, ist sowieso nur zum Testen. Ja, denn wie gesagt, gibt es noch allerlei andere Funktionen, gerade hier sowas wie Dachbau. Oder halt eben, wenn man solche Sachen möchte, ne, kennt man ja aus Rom. Wenn man diese riesigen Gebäude hat, wo man dann diese runden, ne, kennt man ja so dieses typische Rom halt, ne, wo dann überall diese runden Säulen runtergegangen sind. Da kann man das hier dafür gut benutzen. Oder hier, wenn man so ein bisschen Akzente setzen möchte am Haus und solche Sachen. Also man kann damit schon geile Sachen machen. Und deswegen dachte ich mir halt so, ne, ja, was hier unten ist, ist natürlich auch ein bisschen interessant. Leider wechselt er hier nicht die Vorschau, deswegen kann man das nur erahnen, was er damit meint. Ja, auf jeden Fall, ne, kann man hier schon sehr schöne Sachen machen. Finde ich geil. Wait a second. Ich verschwende mal ein bisschen Holz für den Fall, dass es funktionieren sollte. Nein. Holz. Junge, hast du Holz vom Kopf oder was? Geh mal weg hier. Beziehungsweise wir nehmen das Holz, was sowieso am wenigsten schade dafür ist. Was? Das Dschungelholz. Ne, das kann man für solche Sachen ruhig mal verschwenden. Das sieht sowieso von der Struktur her ultra scheiße aus. So, kann man das hier auch vielleicht ein bisschen. Bitte, bitte, bitte. Ah, schade, scheinbar nicht. Ich dachte, man kann sich ja selber so ein paar runde Bäume machen. Das wäre halt geil gewesen, ne? Wäre halt geil gewesen. So, was ist das jetzt hier eigentlich? Dieses komisch mit diesen roten Strichen. Was soll das darstellen? Aber halt nicht alles. Bitte nicht. Okay. Ach so, der will damit einfach nur zeigen, dass es so ein nach innen gekehrt, ein in sich gekehrtes Stück ist. Ah, doch, kann man. Kann wieder, ne? Man kann damit halt so verschiedene Sachen machen. Klar, letztendlich, wie viel das bringt, ist natürlich jetzt ein bisschen in Frage gestellt, weil viele Sachen von dem, ne, also das hier, das hier, das hier, das kann halt auch unsere Säge, ne, von daher wäre die dann da definitiv optimaler für. Vor allem kennt ihr auch halt auch wesentlich mehr Sachen. Aber gerade so für runde Strukturen und so, da ist die CNC-Maschine durchaus schon nicht schlecht. Und wie man ja auch im Echten kennt, CNC-Maschinen sind ja auch eigentlich eher dazu gedacht, damit runde Strukturen zu machen, wie halt Zylinder oder ja, so eine Sachen halt. Also, ich glaube nicht, dass eine echte CNC-Maschine sowas hier machen kann. Das wird ein bisschen schwer. Dafür gibt es dann eher sowas wie eine Kreissäge. Typischerweise. Klar, es gibt natürlich auch ma maschinell gesteuerte Kreissägen. Ich weiß nicht, ob die Dinger dann auch unter CNC-Maschine laufen. Weiß ich nicht. Für mich sind CNC-Maschinen eigentlich nur die, wo du einen rotierenden Stator hast, da klemmst du dein Werkstück drauf und das dreht sich dann, dann wird es halt abgeschliffen. Dadurch entstehen auch diese runden Strukturen.
Ja. So, okay, genug rumgespielt. Du kannst mal wieder in deine Kiste, ne? Schön brav ins Bett gehen. So, du kannst damit rein. Das Ding lasse ich da mal raus. Einfach, weil die Kiste so schon so voll ist. Die schmeiße ich auch mal weg. So, und der Rest kommt, wie gesagt, hier rein. Also du, du, du und du. Und dann ist auch schon schön. Dich packe ich mal hier unten hin. Weil ich sowieso vergessen, dass wir das Ding dahin, da haben. Und wenn wir dann wieder Gold brauchen, dann werde ich garantiert wieder extra Gold machen. Ja. So läuft das Leben. Ist halt so. So, jetzt würde ich gerne mal gucken bei unserem Lager wegen der Schaltung. Wie wir das am dümmsten realisieren mit dem Unterbrecher, mit der Unterbrechschaltung, ne? Was brauchen wir dafür? Erstmal zum Aufschlagen brauchen wir die Axt, haben wir. Dann brauchen wir auf jeden Fall Meselkorn, auf jeden Fall immer. Am besten auch noch davon ein bisschen was. Können wir uns gleich mal on the fly ein paar Schaltungen bauen. Was brauchen wir dafür noch für Schaltungen? Genau, nur diese beiden Komponenten. Ach ne, und Fackeln. Ah, und Mesefackeln. Haben wir dafür noch ein paar? Ja, 3 Stück. Gut, dann gucken wir mal. Schalter oder sowas haben wir auch noch. Ein paar haben wir sogar noch hier rumliegen. Sehr schön. Na gut. Endgates könnte sogar funktionieren mit diesen Endgates. Stimmt, wir können einfach noch ein Endgate dazwischen klatschen und dann einen Endgate einen Schalter ran klatschen. Das wäre eine Möglichkeit. Gut, gucken wir einfach mal. Lager willkommen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt in der Folge schaffen. Aber wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Das größte Problem ist nämlich unten der Platz. Wir haben halt einfach kaum noch Platz da unten für irgendwas Sinnvolles. Das heißt, wir müssen mal gucken. Vielleicht wollen wir hinten in die Richtung noch ein bisschen weiter. Da haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Dann müssen hier unten die ganzen Platten mal raus. So. Erste Frage ist, wo kommt der Schalter hin und wo müssen wir dementsprechend unsere Leitung verlegen? Also am meisten Sinn würde es eigentlich machen, wenn wir die Schalter hier hinten hinklatschen. Ich glaube, das machen wir auch einfach mal. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken. Das heißt, die Schalter kommen von... Kacke. Die Schalter kommen von hier. Das müsste funktionieren. Nein, es geht nicht. Warum geht das nicht? Wait a minute, wie ist denn hier gemacht? Da geht's. Warum geht das denn hier nicht? Wait a minute. Warum geht das bei den Tastern, aber bei den Schaltern nicht? Ach, ich bin... Ja, da vorne ist es ja. Ich bin beim Falschen. Ich muss ja hier noch eins nach vorne gehen. Da ist der Schalter drunter. Nicht hier, sondern davor. Da ist der Schalter. Das heißt, du musst auch noch weg. So, und da kommt jetzt... Egal. Das kleine Plättlein interessiert keinen. Betonplatte? Nein. Sand. So, du kommst hier wieder rein. Dankeschön. So, und da muss nämlich jetzt das Mehl drunter. Aha, und schon geht es nämlich auch wieder. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich hier noch einen Endgatter drunter? Hier muss jetzt irgendwo noch ein Endgatter mit rein. Okay, Vorschlag zur Güte. Du und du, ihr kommt mal weg. Beziehungsweise du kannst ja dazu sogar direkt bleiben. Du kommst mal weg. Und dann kommt ihr nach da. Ach, scheiße, muss ich mich... Ja, klar, das geht natürlich so nicht. Und so rum kann ich nicht hinbauen. Oh, ist das kacke. Oh, ist das kacke. Okay, komm. Dann kommst du mal kurz an hier weg. Ist mir scheißegal. So, nein, falsche... Wieso macht es jetzt falsch rum hin?
Alter. Willst du mich jetzt verarschen jetzt hier? Junge, ich hau dich halt, bis du blutest. Das macht mal weniger Sinn. Willst du mich jetzt hier verarschen? Jetzt war das ja nur noch falsch rum. Jetzt macht das komplett kacke. Ist jetzt so richtig rum? Nein, ist immer noch falsch rum. Ich hau dich gleich, bis du blutest. Ah! Ist es richtig rum? Nein. Was? Oh. Nein, das war doch. Der Pfeil muss in die Richtung zeigen. Oh. Egal, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Das macht das aber hier schon mit Absicht gerade, oder? Ich krieg den Creeper. Ach, so macht das jetzt. Was ist das für ein Stück Scheiße? Alter. Boy. Da könnte ich mal aufregen hier. So, okay. Du kommst weg. Dann kommst du nämlich doch nach da. Nee, ist das Schwachsinn? Funktioniert so nicht. Du kommst direkt. Ja, doch, genau, direkt hier. Nein, bitte nicht schon wieder. Willst du mich jetzt verarschen? Dieses Spiel wird aggressiv. Boah, Alter, ich komme mir gleich einen Schraubendreher hier. Geht's ja gar nicht. Was ist hier los? Hallo? Haben wir zufällig einen Schraubendreher dabei? Nein, natürlich nicht. Oh, Alter, dieses. Halt, haben wir Eisen? Ja, wir haben Eisen. Ah ne, ich habe aber keinen Stöcker dabei. Fick die Hände, schon mir jetzt einen Schraubendreher. Das ist doch halt, weil dem will mich dieses Spiel jetzt komplett hier verarschen? Was ist los mit dem? Alter. Oh, ey. Da kriegst du aber einen an die Waffel. Da kriegst du aber sowas von ihnen an die Waffel. Das ist aber hier, ist aber schon, das... Und dafür zahle ich Steuern auch noch. Ne? Dafür zahle ich auch noch Steuern. Hier, Schraubendreher, wo bist du? Da bist du. Dankeschön. Nee, nee, nee. Nicht in Ordnung. Finde ich so absolut nicht in Ordnung. Finde ich so echt nicht gut. Ne? Und Sprint geht auch schon wieder nicht. Wollt ihr mich eigentlich ruinieren? Oder urinieren? Fragezeichen. So, Schraubendreher. Herkommen. Okay, jetzt. Hier kommt ein... genau, hier. Hier kommt das Undgatter hin. Das müssen wir jetzt einmal drehen. Und es connectet aber nicht mehr. Achso, gut, das geht ja relativ gut. So, und ja, okay, das funktioniert das Ganze. So, bam. Und schon haben wir jetzt hier eine wunderschöne... Eine wunderschöne Schaltung. Achso, ich muss noch das Ding wieder hin. Das brauche ich auch nicht. So, schon haben wir eine wunderschöne Schaltung. Und wenn wir jetzt diesen Schalter vorne ausschalten, dann wird das Ding hier nämlich nicht mehr funktionieren. Das heißt, ne, solange wie hier ein Schalter an ist, funktioniert alles. Wenn ich jetzt den Schalter ausschalte, ist jetzt so tot. Bam. Und wenn ich jetzt den Schalter wieder anschalte, kann es sein, dass es immer noch tot ist oder wieder angeht, je nachdem. Wahrscheinlich geht es wieder an. Ja, genau. Und selbst wenn es nicht angehen würde, ist einfach immer so, dass ich einfach immer welche einschalte, danach dann erstmal das Ding hier aktiviere. Und dann ist die Anlage auf jeden Fall an. So, das heißt, das ist quasi die Grundkonfiguration. Wenn ich so hinkomme, kann ich immer nochmal klicken, um die Anlage auch wirklich definitiv zu aktivieren. Das funktioniert nach wie vor, so wie auch davor, die ganze Zeit. Und ich kann aber die gesamte Anlage hierüber abschalten. So, das war mein Ziel. So wollte ich das Ganze auch gerne haben. Und es hat tatsächlich relativ gut funktioniert, muss man sagen. Das gefreut mir ein bisschen. So, jetzt würde ich aber gerne mal hier. Dankeschön.
So, jetzt muss ich natürlich hier wieder aufbauen. Danke, danke, danke. So, perfekt. Was ist denn hier los? Oh, ich hab die. Nein. Ach, Kacke. Ja, Fuß. Was? Das Ding ist für sie. Das Ding ist so intelligent. Ich muss den irgendwie auf den Tod des Gleis bekommen. Genial. Geht das so hier? So, jetzt so. Komm, 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 komm. Ja, komm, komm. Ja, in meine Falle gelaufen. Ha. Na, 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 na. Na, 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 na. Alter, das ist bekloppt, Alter. Okay. Ja, da brauchen wir auch nochmal irgendwie eine Schutzschaltung, dass ich hier was reinpacke, was, ne? Dass man dann auch irgendwie mal eine Kiste hat. Achso, ich bin auch bescheuert. Ich hätte einfach eine Kiste frei machen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Also irgendeine Kiste leer mache, dann kommt es dann da irgendwann rein. Das heißt, als Notfallplan geht das auch noch. Tja, das ist halt das Problem mit dieser relativ einfachen Konstruktion hier mit den Pipes. Mal gucken, vielleicht optimieren wir das auch noch irgendwann mal. Aber das wäre dann wirklich nur erst irgendwann mal. So, ich merke gerade, ich kann das Ganze hier sogar noch ein bisschen optimieren. Ich kann dich raus. Achso, mich hier auch wieder wegbauen. Wenn ich das Ding nämlich jetzt hier hinbaue. Ja, komm. So. Mesekon, ich hasse dich. Mittlerweile. So. Bam. Und schon kann man die Anlage auch tatsächlich in dem kleinen Rahmen bauen. Das gefällt mir tatsächlich ein bisschen sehr. Finde ich geil. Finde ich echt geil. So, gut. Also das Ganze jetzt auch noch auf der anderen Seite. Das heißt, hier erstmal die Dinger weg. Achso, die Quatsch, warum eigentlich? Egal, wir machen die trotzdem weg. Ich brauche darunter sowieso keiner. So, wo die weg müssen, ist hier. Hier müssen die Dinger noch weg. So, brauche ich auch wieder ein bisschen Aushub, damit ich aushuben kann. So, dann komm mal her. Hallo, kleines Stück, was auch immer du bist. Betonplatte, glaube ich. So, jetzt kommst du wieder hier hin. Und jetzt kommt hier einmal das Gleiche hin. Das heißt, du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst nach da. Aber bitte rumgedreht. Jetzt kommst du verbunden. Du kommst weg. Und dafür kommt jetzt, genau, das Endcutter. Das Endcutter kommt, ja, wo eigentlich? Doch hier, genau, ist doch richtig. Nein, das ist falsch. Hä? Nee, doch, ist richtig, hier muss es hin. So, genau. Einmal rotiert, einmal rotiert, einmal rotiert. Und jetzt kommt das dahin. Das sieht irgendwie falsch aus. Hat sie es nicht bei der anderen Seite andersrum gemacht? Wait a second. Weil ich will es ja gerne genau spiegelverkehrt haben. Okay, da hatten wir das Endgate hinter dem Notgate. Das heißt, es war hier tatsächlich. Ach so, dann haben wir es. Nee, das macht aber keinen Sinn. Wenn das Endgate hier ist, dann müsste das andere Draht ja zu der Seite rausgehen. Das geht doch gar nicht. Vielleicht ist denn da gemacht. Ah, nein. Hä? Also hier geht es so rum, dass es hier das Endgate reingeht direkt. Haben wir hier rum, haben wir hier falsch rum eine Konstruktion? Ja, wir haben die Dinger hier beide verdreht. Wir müssten das quasi umdrehen und das hier auch umdrehen. Jetzt funktioniert es auch. Jetzt macht das Ganze auch Sinn. Weil der ist nämlich jetzt so rum der Kreis. Und dann kann hier nämlich der Schalter angeschlossen werden. Das ist dann auch korrekt. Lol, das ist mir noch nie aufgefallen. Ha!
Oh, siehst du. Und schon funktioniert das Ganze auch. Das heißt, jetzt kann ich den Schalter einschalten. Bap. Und jetzt das Ding aktivieren. Bap. Und jetzt läuft die Anlage. Oder auch nicht. Nani? Habe ich einen Denkfehler drin? Also das Ding hier ist dauerhaft. Das ist ein Loop. Aber warum geht der Loop nicht wieder aus? Kann sein, dass das hier noch irgendwie falsch gemacht ist. Ja, okay. Das heißt, wenn ich irgendwelche Sachen rotiere, sollte ich danach auch die ganzen Sachen nochmal abbauen, die da dran sind, und wieder hinbauen. Irgendwie kommt dieses Mesekon nicht damit klar, dass man Sachen nachträglich rotiert. Ich meine, es ist verständlich, weil das Problem ist, Mesekon speichert, welches Signal wo ankommt. Das heißt also, wenn ich das Ding hier platziere, speichert es sich, dass hier ein Eingang ist und da der Ausgang ist. Wenn ich das Ding aber rotiere, dann merkt Mesekon das nicht. Das heißt, Mesekon denkt immer noch, dass hier der Eingang und da der Ausgang ist. Obwohl es technisch gesehen jetzt andersrum ist. Das heißt, ich muss die Sachen hier abbauen und wieder hinbauen, damit er es dabei aktualisiert. Das ist total bekloppt, aber gut, ist halt so. Wenn man es weiß, weiß man es. Hier baue ich sich deshalb auch nochmal alles ab und baue es wieder hin. Einfach, damit ich es überall mal einmal durch habe. Jetzt sollten darauf basieren keine Fehler mehr auftreten können. Sehr schön. So, das heißt, unsere anderen funktionieren. Ja, auch nochmal testen. Einmal deaktivieren. Jetzt ist die Anlage tot, genau. Und wieder aktivieren. Und die Anlage ist wieder scharf geschalten. Gut, jetzt muss ich noch die Dinger auf Maximumzeit setzen. Und hier auch auf Maximumzeit setzen. Achso, ja, die Anlage ist übrigens bloß noch ein Drittel so schnell, weil wir jetzt nach hier oben nur noch eine Verbindung hatten. Eine Verbindung haben. Davor hatten wir ja drei Verbindungen. Ist jetzt nicht mehr. Aber ganz ehrlich, dadurch, dass wir sowieso immer den gesamten Stack mit einmal rausbefördern, reicht das von der Geschwindigkeit vollkommen aus. Ganz ehrlich, also, dass wir hier drei Stacks mit einmal und dann alle zwei Sekunden haben, ist sowieso viel zu schnell. Oder sogar alle Sekunde. Das ist viel zu schnell. Von daher haben wir jetzt ungefähr so alle 3 Sekunden oder so. Oder alle 2 Sekunden, irgendwie so. Also alle 2 Sekunden wird ein Stack rausgenommen. Das reicht von der Geschwindigkeit vollkommen aus. Also mehr brauchen wir da wirklich nicht. Vielleicht laggt es da noch weniger. Ne? Haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Alter, mittlerweile wird die Anlage hier unten echt komplex, ne? Ich meine, eigentlich ist es relativ einfach, ne? Wir haben hier immer noch unsere Totmann-Schaltung. Was laber ich? Unsere On-Off-Schaltung. Das heißt, technisch gesehen, ich kann es ja vielleicht mal nachbauen, um es besser erklären zu können. Oder ich muss es einfach mal hier zu erklären. Also technisch gesehen ist das jetzt so, wir haben das Ding hier, das sagt halt, wenn hier eine 0 ist, invertiert er das. Das heißt, wenn hier eine 0 ist, macht er hier eine 1, also hell. So. Also 0 ist aus, ist dunkel und 1 ist hell, also an. So, dann hat er hier eine 1. Das hier ignorieren wir erstmal. Das heißt, wir haben hier komplett 1. So, wenn hier eine 1 ist, macht er wenig später. Dann ist er Verzögerer. Das heißt, etwas verzögert ist dann hier auch eine 1. Die 1 wird dann also hier weitergeleitet und damit ist dann hier keine 0 mehr, sondern eine 1. Was er wieder invertiert, das heißt, dann ist hier auf einmal eine 0. Die 0 wird dann weitergeleitet, er merkt, okay, da ist eine 0, also etwas verspätet, macht er dann auch hier eine 0. Das heißt, wenn hier eine 0 ist, ist da eine 1, dann ist hier eine 1, also macht er hier 0, also macht er hier 0, also hier wieder 1. Und deswegen wechselt er immer zwischen diesen beiden Zuständen. Das ist quasi der gesamte Clou an der Technik. So, und zusätzlich dazu gibt es halt hier die Schaltung, die quasi sagt, okay, wenn jetzt die Anlage eingefroren ist, weil, Server wird ausgeschaltet, beim Wiedereinschalten wird halt Mese nicht immer geladen. Das heißt, es wird immer nur dann was geändert, wenn quasi geguckt wird. Und deswegen kann man quasi manuell sagen, okay, ich gebe über diese Ader einen manuellen Impuls auf die gesamte Anlage, womit Mesekon wieder aktualisiert wird. Das heißt, die Anlage wird auch dann aktiviert, wenn sie eingefroren war. So, das ist das hier. Diese beiden Schalter sorgen aber dafür, dass wenn ich ein Signal gebe, das Signal zwar in die Anlage gespeist wird, und zwar auf beide Seiten, aber es über diese Ader sich nicht selbst speisen kann. Weil wenn ich jetzt hier die Ader einfach durchlegen würde,
und hier eine 0 und hier eine 1 hätte, dann würde hier die 0 mit zur 1 wandern. Und wenn ich die 0 und die 1 direkt miteinander verbinde, habe ich einen Kurzschluss. Ist ja so wie bei der Batterie, wenn du Plus und Minus miteinander direkt verbindest, dann knallt's. Okay, also nicht wirklich, aber die Batterie wird sehr warm, bis sie anfängt zu brennen oder zu explodieren, je nachdem, was für ein Typ von Batterie das ist, ist auch egal. So, das ist auf jeden Fall das. Das heißt, die Anlage läuft und wenn sie nicht läuft, weil Mese schläft, also Mesecon schläft, dann kann ich die Anlage hierüber aktivieren. Dahinter ist ja unser Taster dran. So, und zusätzlich kann ich jetzt mit dem Endgatter sagen, okay, solange wieder hinten eine 1 ist, ein Endgatter sorgt dafür, wenn 1 und 1 ist, ist am Ausgang auch 1. Also ne, technisch sagt man High und High ist High, alles andere ist Low. Oder für die ganz Technik-Verfienf unter euch, wenn alle Eingänge, es gibt ja auch Endgatters mit mehr als zwei Eingängen, also wenn alle Eingänge High sind, ist der Ausgang auch High, ansonsten ist der Ausgang Low. Ist das egal? Auf jeden Fall, ne, wenn hier beides an ist, dann wird hier auch eingeschalten. Das heißt, wenn hier hinten immer an ist, macht er nichts anderes, als das hier durchzuleiten. Ne? Weil wenn 1, dann ist hier 1 und 1, also 1. Und wenn 0, dann ist 1 und 0, 0. Das heißt also, kurz gesagt, 1 ist 1 und 0 ist 0. Das wird aber nur so lange, wie hier hinten, wie gesagt, der Schalter eingeschalten ist. Wenn ich den Schalter ausschalte, dann ist hier hinten immer 0. Das heißt, es ist immer ein 0 vorhanden. Und damit kommt hier hinten auch immer eine 0 raus. Und egal, was hier vorne passiert, hier hinten wird immer eine 0 sein. Damit wird hier auch immer eine 0 sein und hier vorne immer eine 1 sein. Das heißt, die Anlage steht. Ja. So lange, bis ich den Schalter wieder umlege, weil wenn ich den Schalter dann wieder einschalte, dann habe ich ja hier eine 1 anliegen, hier auch wieder eine 1 anliegen und damit ist hier wieder auch eine 1, hier wieder eine 1 und 0 und damit wird die Anlage dann wieder aktiviert. Wunderschöne Technik. Weil eigentlich müsste ich jetzt mittlerweile, könnte ich den Ding hier kurz sogar wieder abbauen, weil wenn ich den Schalter umlege, dann wird die Anlage sowieso wieder aktualisiert. Das heißt, genau genommen kann ich einfach die Anlage damit einmal aufwecken, dass ich den Schalter einmal aus- und wieder einschalte. Das heißt, die Taste hier vorne ist genau genommen sogar überflüssig geworden. Na, mal gucken, vielleicht können wir die später auch mal abbauen. Oder ich mache es jetzt gleich. Wäre das sinnvoll, die Schalter abzubauen? Eigentlich schon. Die Frage ist, kann ich die Schalter überhaupt abbauen? Eigentlich nicht, weil da hier kann ich keinen Mesekanal langlegen, weil da drunter ist ja direkt hier, ne? Hier sind ja die Blöcke. Das heißt, ich kann hier nichts hinbauen. Ich müsste das also hier irgendwie anders machen, weil wenn ich die Schalter schon umlege, also wenn ich nur Schalter benutze, dann würde ich die Schalter auch gerne nach hier vorne verschieben, wenn ich die hier abbaue. Oder wir sagen, wir bauen einfach nur die Taste ab und lassen den Schalter hinten aber sein. Also lassen ihn da. Oder wir lassen einfach alles so, wie es ist. So ist gut, so ist in Ordnung. Dann haben wir halt einen Schalter und einen Taster. Na gut. Beim Taster müssen wir wenigstens nur einmal raufdrücken und nicht zweimal ein- und wieder ausschalten. Von daher. Ist schon voll in Ordnung so. Tada! Schon ist unser Lager perfekt. Easy. Das heißt, die können hier dauerhaft eingeschaltet sein. Wir müssen hier nur einmal immer raufklicken. Bap. Und wenn es ja wirklich mal hängen sollte, oder nee, andersrum. Wenn wir irgendwas machen wollen, wenn wir hier sehen, okay, ist was drin, was, ne, und wir die Anlage schnell stoppen wollen, einfach schnell hier auf den den Schalter klicken und schon ist die Anlage pausiert. Was jetzt sowieso sogar noch besser ist, weil dadurch, dass jetzt die Anlage auch langsamer ist, haben wir mehr Zeit zum Reagieren, wenn wir aus Versehen etwas in die Kisten packen, was da eigentlich gar nicht rein soll. Dann haben wir mehr Zeit, um zu sagen, oh mein Gott, das muss aus, also muss ich die Anlage ganz schnell ausschalten. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit für. Okay, genug gelabert. Mese-Lehrstunde. Warum sind alle Felder komplett fertig? Außer das eine Feld, das da ist komplett gar nicht. Aber alle anderen Felder sind komplett fertig. Was ist denn da schon wieder los? Und daran, dass es nicht aktiv ist, kann es nicht liegen, weil wir sind ein paar Mal rübergelaufen.
Schon seltsam. Und daran, dass jetzt hier Sonne ist, kann es auch nicht liegen. Weil ganz ehrlich, es ist ja schon die ganze Zeit. Aber die Sonne müsste denn in die Felder auch genauso beeinträchtigen. Was ich übrigens mittlerweile geil finde, ist, dass die Wolken gar nicht mehr gerade gehen, sondern schräg. Also diagonal. Mittlerweile ist ja bei Minecraft eine richtige Wettermod. Ist zwar gefährlich, weil man muss natürlich dran bedenken, wenn man versucht, sich an den Wolken zu orientieren. Das heißt, einfach gucken, okay, die Wolken jetzt von links nach rechts geht nicht mehr, weil es gibt ja zwei Richtungen, mit links nach rechts, so und so ist beides von links nach rechts. Das heißt, man muss wirklich gucken, okay, sie gehen von hinten links nach vorne rechts oder von vorne links nach hinten rechts oder komplett von rechts nach links. Also es gibt vier Richtungen. Ja. Gut, gab es davor auch. Aber egal. Ja. So, egal. Für die Folge machen wir mal Feierabend und dann würde ich mal sagen, bei der nächsten Folge kümmern wir uns langsam mal wieder um unser Hotel. Mal endlich bei dem Dach da weitermachen. Warum ich das Hauptmenü war komplett. Nein, Programm beenden bitte. Danke. So. In dem Sinne dann, schau mit V, bis zur nächsten Folge. Mir ist so unendlich warm.